Also, hier geht es gerade eisig zu im Wasser. Wie kommt ihr auf die Idee, hier einen solchen Wettkampf zu organisieren? Also, wir waren vor 2 Jahren bei den deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen in Veitsbronn dabei und hatten dort einen Stand aufgemacht. Und dann haben wir uns überlegt, wieso machen wir es nicht auch hier? Wir haben hier bessere Bedingungen, wir haben hier einen See. Das ist alles Naturwasser, Regenwasser und sind die besten Bedingungen hier. Was gibt es denn so für Herausforderungen dieses Jahr? Also, sagen wir mal so, diese Schwimmersaison für die Schwimmer war dieses Jahr sehr warm. Vor allem bei der WM war es 6 Grad und bei anderen Meisterschaften war es sehr, sehr warm. Und wir haben heute einen See, der ist unter 3 Grad und das sind eigentlich die besten Bedingungen für die Schwimmer. Und es macht dann auch mehr Spaß. Also, wenn es dann 6 Grad ist, spürt man das auch und dass es wärmer ist. Und das Erzgebirge bietet sich für sowas natürlich immer an, oder? Ja, das ist perfekt. Verschneit, das ist echt toll. Wie viele Teilnehmer sind denn heute dabei? Wir haben über 70 Teilnehmer heute und über 150 Starts. Und genau. Wo kommen die alle her? Das ist ja nicht bloß Deutschland und Erzgebirge. Nee, wir haben auch 2 Personen aus Argentinien, 2 Frauen aus Argentinien. Wir haben Leute aus Belgien, wir haben Leute aus Italien. Ich komme auch aus Italien. Und wir haben verschiedene Nationen auch am Start. Ja. Also es geht international im Erzgebirge zu, nicht nur in Altenberg bei der Rodel-WM, genau. Sondern auch hier bei euch. Genau, genau. Für die Zukunft, weiterhin solche Veranstaltungen geplant? Ja, auf jeden Fall. Wir machen das einmal pro Jahr. Letztes Jahr haben wir das erste Event gehabt. Das ist jetzt schon unser 2. Event hier. Und ja, jeder kann mitschwimmen auch. Das ist auch sehr wichtig. Und das macht man wirklich freiwillig? Das macht man freiwillig. Man fährt dafür viele Kilometer. Ja, braucht es so. Zeit. Aber jetzt macht es Spaß. Und es ist immer wieder schön, wenn man wieder irgendwann aufschaut. Man lernt viele tolle Leute kennen. Man hat großartige Unterstützung. Es ist immer wieder schön, herzukommen. Es ist eine der schönsten Veranstaltungen im Eisschwimmen. Ja. Und das ist hier so toll organisiert, der Gerrit gibt so viel Mühe. Ohne fachliche, ärztliche Betreuung geht natürlich gar nichts hier in dem Fall, oder? Würden Sie den Leuten sagen, geht einfach mal so ins Wasser, ins kalte Wasser? Generell lohnt sich schon zu beginnen, nämlich ganz allein ins Wasser gehen sollte man nicht. Es sollte man immer jemanden dabei haben, der ein Auge drauf hat. Umso besser natürlich, wenn man sich mal der Herausforderung Eisschwimmen über eine größere Distanz stellen möchte, ärztliche Versorgung dabei hat, dann gerne bei Veranstaltungen wie dieser. Das ist recht populär und an vielen Orten in Deutschland wird schon was Entsprechendes angeboten. Unter anderem hier am Zollhaus in Herbstdorf. Ist das doch gesund? Auf jeden Fall. Sonst würden es die Leute nicht machen. Nach hinten hinaus, bei den großen Distanzen wie 1000 hier mit der Weltrekordhalterin, ist es schon kritisch. Also ich kann jedem empfehlen, gut schwimmen vorher zu trainieren, denn kürzer im Wasser zu sein, ist schon angenehmer. Aber die kurzen Distanzen, 50 Meter, 100, 200 Meter, da sind wir in Rahmen von Zeiten, die vom Körper leicht zu tolerieren sind. Es ist eher der Kopf, der einen da einen Streich spielt. Ja, Gogels? Ja, okay. On your mark. Go! Du stopfst die Leute hier aber selbst ins Wasser bei den Temperaturen. Wäre das was? Nein, auf gar keinen Fall. Was ist denn das Schlimme dran? Die Kälte auf jeden Fall. Viel zu kalt. Der Vize-Weltmeister schwimmt im Erzgebirge hier bei Minusgraden. Gerne aber. Ja, gerne, klar. Bei dem Ambiente sowieso. Wenn man mal Schnee sieht, dann ist es wirklich Eisschwimmen. Weil bei der Weltmeisterschaft, wie gesagt, da war es eben relativ warm. Wasser über 5 und draußen über 10. Was ist denn die Herausforderung, hier ins kalte Wasser zu steigen?
Was die größte Herausforderung sind, die 1000 Meter, und warum man das macht, das kann man eigentlich gar nicht so gut erklären. Es fühlt sich danach dann toll an. Unterwegs ist es ungemütlich. Aber man zieht es trotzdem durch, oder? Man zieht es durch, aber wie gesagt, man muss aufpassen, wenn es sich irgendwie ganz schlecht anfühlt, sollte man rausgehen, auch wenn man routiniert ist. Ich habe jetzt noch nie die 1000 abgebrochen, aber wer weiß. Also wenn es sich wirklich schlecht anfühlt, dann im Zweifelsfall rausgehen. Man hat ja auch einen Observer, also einen Begleiter dabei, der guckt ein bisschen auf. Und die Birgit, die auf mich aufpasst, die kennt mich so ein bisschen. Wenn die sagt raus, dann gehe ich auch raus. Aber hat das Ganze auch was mit Spaß zu tun? Naja, es hat auch was mit Spaß zu tun, aber die ambitioniert schnell schwimmen, die haben natürlich auch ein bisschen Ehrgeiz. Aber Spaß ist immer dabei, klar. Wir freuen uns natürlich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, dass auch so viele Zuschauer hier sind und natürlich auch schöne Frauen, die liebe ich ganz besonders. Also von daher werden wir gleich hier auch in den See steigen und schwimmen. Gegen die industrielle Massentierhaltung und gegen den Fleischkonsum. Denn wir alle ernähren uns vegan und vegetarisch ohne Fleisch. Dann kenne ich auch keinen Spaß. Zeit nehmen. Bonnie, seid ihr bereit? So. Okay, go into the water. Musik ist meiner. Vier Bahnen, ja? Ja. 100 Meter Brust. Drei von den Arten unten. On your mark. Go! Ist der harte Hund jetzt noch so hart? Das bin ich gut gekämpft und ich denke, guten Platz gemacht. Dann viel Spaß noch.